Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 3. Wir haben hier die Rude haben wir gemacht. Easy. Als ob wir dafür gemacht worden sind. Yay. Wir gucken mal in unser Inventar. Toll. Ach du Scheiße. Ne, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte. Hier. Oh, okay, ich glaube, es ist tot. Easy. Ich bin auf Warnung. Es gibt jetzt zum Glück so Quicksaves, ne? Das ist super. Map. Was ist hier? Wait. Hier war auch noch ein einfaches Schloss. Naja, das machen wir auch noch auf. Ist ja klar, also. Das wäre nur noch blöd, wenn nicht. Die Veränderung der Musik sagt mir jetzt nur so bedingt zu. Aber nun ja, ne? Nehmen wir mit. Danke. Hab schon immer gesagt, was ist besser als ein Erste-Hilfe-Spray, zwei Erste-Hilfe-Sprays, deswegen. Geil. Huch. Aber guck mal, man kann nicht rausgucken, ne? Ach du Scheiße. Was ist denn das jetzt, du? Ich muss wieder durch den Donut laden. Oh. Shit. Weg hier. Oh, nö. Gut, ich habe auch das Messer nicht, aber wahrscheinlich müsste ich das da benutzen. Keine Ahnung. Ich nehme mal ein Erste-Hilfe-Spray, ne? Mir geht's wieder blendend. Oh Gott, die kommen jetzt da überall raus. Jetzt sind die hier auch, ne? Geil. Crazy shitty things. Als ob das die nicht juckt. Nee, ach komm, Alter, jetzt fuck mich doch nicht ab, Boy. Ist klar. Wait. Ach komm, nee. Und weg hier. Okay, und wieder in die Richtung, alles klar. Ach komm, hör auf mit dem Scheiß. Warum wird die davon eigentlich nicht beeinflusst, diese Otze, ey? Ja, ist klar. Oh, der ist noch gar nicht wieder aktiv. Er ist jetzt so aktiv. Oh. Aber er auch. Hehe. Scheiße. Oh, Mann. Oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, da haltet alle die Schnauze. Oh nee, Alter. Warum kommt er denn? Ach komm, Alter, was kommst du denn von da, du Lutscher? Let Britney alone. Als ob! Hör auf! Bitte! Oh shit! Oh Mann, ey, ich bin tot.
Meine Fresse, Alter. Nein. Alles gut. Waren jetzt nur sehr unfaire Geschichten dabei, ne? Wollte ich schon mal gesagt haben. Ja? Super. Okay, der hat nicht ganz so gesessen, wie ich wollte. Im Grunde zwei Schüsse gehen, mehr halten die nicht aus, aber hä, die musst du erstmal treffen, ne? Okay. Ich gehe am besten gleich hier hoch. Und weg hier. Dass die aber auch davon geschützt sind, ist zum Kotzen. Scheiße, ich habe das eine Erste-Hilfe-Spray vergessen. Ärgerlich. Bei zwei werden es natürlich doppelt so gut. Naja. Ich meine, ich könnte nochmal zurückgehen. Kein Problem. Mhm. Da kommt er. Da ist er. Irgendwo. Oh, was hier? Warte kurz. Nehme ich mit. Tschüss. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Boy? I don't like that. Aua. Danke, Bro. Übelst nett von dir. Ich wusste, er mag mich. Eigentlich ist er ein Fan. Oh Gott, 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 oh nee, Alter. Oh nee, Alter. Warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte. Warte, warte. Chill kurz. Tschüss. Nee, lass das, Alter, bitte nicht. Okay, er hat mir wieder den Arsch gerettet. Voll nett von ihm. Warum habe ich die Flintenmuni eigentlich nicht? Das ist eine gute Frage. Wo ist die? Habe ich sie nicht mitgenommen? So jetzt. Ich weiß nicht. Bitter? Achso, warte mal. Wir können. Ah, scheiße, warte mal. Wir können die Granate hier rausnehmen. Dann können wir uns die mal angucken. Gönnung. Schön. Achso. Weißt du was? Dafür nehme ich mal ein normales Kraut. Ein normales grünes, weil. Ist, glaube ich, besser. So. Und los geht's. Kann ich nicht, aber ich glaube, ne? Tiddies sind am Wackeln. Jetzt habe ich echt vergessen, das eine Erste-Hilfe-Spray mitzunehmen. Ist ein bisschen ärgerlich. Oh, ich meine gut, ne? Gute Arbeit, Supercop. Bin beeindruckt. Läuft nun alles? Ja, fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Nikolai, wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn es drauf ankommt. Hey, mach mal halblang. Sie wird dein Tod sein. Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Oh, shit. Nicht schon wieder. Er ist hinter mir her. Hey. Ich verschaffe euch Zeit. Hey, warte. Nein! Verdammt! Okay. Du willst das? Oh, shit. Ja, er gibt's dir.
voll die Fotze, Alter. Der lässt mich nicht mal wegkommen. Das ist doch behindert, wie schnell der hinter einem ist, ne? Komm schon, du verdammter Stalker. Du willst das? Jo. Einfach laufen. Ach hier. Am besten auch alles mitnehmen, was man hier so findet. Das wäre toll. Was finde ich denn hier so? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, ja, brüll du mal rum. Oh Gott. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das ist meine Chance. Alter, jetzt. Mach die Kacke weg da. Mach das mal wie Batman. Oh shit. Ich muss sagen, wir sind ganz schön langsam. Wird ihn nicht lange aufhalten. Carlos, hörst du mich? Carlos! Ah. Hör dich nicht. Ganz doof. Was hier? Oh. Gönnung und rotes Kraut. Oh, hier die Karte. Das ist natürlich auch geil. Okay, das ist gut. Flintenmuni, Pistolenmuni nehmen wir alles gerne mit. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh, ist das schon? Warte mal. Ist das schon erledigt jetzt? Sie können wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben und ein Mülltonnensymbol tragen, wegwerfen. Nehmen Sie den. Oh, das ist geil. Dann weiß ich, dass ich brauche es ja nicht wegwerfen. Ich kann es ja auch einfach hier drinnen lassen. Aber dann weiß ich brauche es nicht mehr. Das ist nice. Dann nehme ich die Flinte auf jeden Fall wieder mit. Okay, das wird gleich leer, weil ich die Flinte nachlade. Und dann speichern. Don't forget to save. Okay, hier ist alles gefunden. Nice. Da muss ich hin. Okay, wie komme ich da hin? Warte mal. Jetzt wird es ja taktisch. Keine Ahnung. Okay. Hab alles versucht. Was war das? Ein Dinosaurier. Ja, ich denke ein Dinosaurier. Was hier? Erhöhte Kanalsicherheit. In den Kontrollbereichen der Anlage wurden unbefugte Personen gesichtet. Aus diesem Grund ersetzen wir die alternden mechanischen Schlösser und implementieren neue Sicherheitsregeln. Das Entsperren der neuen elektronischen Schlösser erfordert einen speziellen Akku, der an alle Mitarbeiter verteilt wird. Bitte führen Sie Ihren persönlichen Akku stets bei sich, wenn Sie sich in der Anlage bewegen. Okay, mach ich. Scheiße, hab keinen Akku. Bewegt sich nicht. Braucht wohl irgendeine Stromquelle. Ja, ein Akku. Hat er doch vorgeliest. Oh nee, Alter. Ich muss in der Plörre hier rumtanzen. Lecker. Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen. Also sag mal so, jetzt würde ich mit ihr vielleicht nicht mehr auf ein Date gehen.
Handgranate, das ist schön. Da habe ich hier auch alles gefunden. Läuft. Alles klar, ich gehe wieder zurück. Ich gehe mal die Treppe, die Leiter hoch. Oh nee, da komme ich auch nicht rein. Ungünstig. Von der anderen Seite versperrt. Ich muss da unten lang. Okay. Ist ja super. I like it. Not so really much, aber okay. Warte mal, gleich nochmal auf die Karte gucken. Wir gehen hier hin, dann kommen wir hier hoch. Ah, da können wir das öffnen. Hier kommen wir ins Labor und hier kommen wir nochmal in ein Büro. Ist natürlich jetzt die Frage, wo macht es am meisten Sinn? Oh Gott. Oh Gott. Halt deine Schnauze, ey, ganz ehrlich. Oh, oh, warte. Stopp. Dann kann ich das nicht hier ausrüsten, das ging doch vorher auch. Oh Mann, ey. Zum Teufel war das. Ja. Ein Frisch. Da ist noch ein Frisch. Ich brauche gar nicht so oft nachladen, voll geil. Brauch immer mehr Schüsse, die Arschloch-Sau. Komm schon. Ist tot? Nee, oh shit. Na ja, gut, ich hatte vorher auch die Schotti. Er ist tot, wa? Jo, nice. Oh, kannst dich da zu deinem Bro gesellen. Oh Mann, warum ist denn sowas hier drin? Also. Ne. Okay, hier ist das Büro. Tagebuch des Forschungsassistenten. 4. März, Wassertemperatur 18 Grad Celsius, pH-Wert 6,8. Gammas wurden das letzte Mal aus ihrem Tank rausgelassen. Bewegungen träge, Kampfpotenzial gering. 18. April, Wassertemperatur 20 Grad, pH-Wert 6,8. Mit zusätzlichen Hormonen und Medikamenten experimentiert, eine der Änderungen lieferte positive Ergebnisse mit einem signifikanten Anstieg des Kampfpotenzials. Das betreffende Exemplar kann sich jetzt schnell bewegen und Beute in einem Stück verschlingen. Ist super. 30. Juni, Wassertemperatur 22 Grad, pH-Wert 6,2. Umbrella hat die Gamma-Forschung offiziell eingestellt. Wir konnten einige Exemplare mit hohem Potenzial aus dem Labor schmuggeln, bevor sie entsorgt wurden. Dr. Logan Carlyle ist mehr als je zuvor entschlossen, die Gamma-Reihe zu perfektionieren. 14. August, Wassertemperatur 25 Grad Celsius, pH-Wert 5,8. Es ist jetzt 2 Wochen her. Seit wir in die Kanalisation umgezogen sind. Die höheren Temperaturen führten zu einem Abfall der Wasserqualität, aber die Exemplare scheinen trotz meiner Sorgen gesund zu sein. Die Gammas haben schnell den Aufbau der Kanäle gelernt und haben bereits nach 2 Tagen angefangen, den Untergrund von Raccoon City zu erforschen. Alle Exemplare kennen uns und sind uns freundlich gesinnt. Ich habe uns aber als Schutzmaßnahme leistungsstarke Waffen für den Fall beschafft, dass die Gammas unkontrollierbar werden. 1. September, Wassertemperatur 23 Grad Celsius, pH-Wert 6,1. Wir hatten Glück, dass wir uns diesen Ort sichern konnten, indem wir den Abteilungsleiter der Kanalisation bestachen. Aber es wird langsam eng, da die Gammas noch weiter wachsen. Wir sollten uns um andere Unterbringungsmöglichkeiten Gedanken machen. 9. September, Wassertemperatur 21 Grad, pH-Wert 6,1. Ein Mitarbeiter der Wasseraufbereitung hat sich in unser Labor verirrt, aber die Gammas haben ihn unverzüglich eliminiert.
Dies beweist ihre Feldtauglichkeit. Ich werde morgen Umbrellas europäische Zweigstelle kontaktieren. Vielleicht haben die ja Einsehen. Ah ja, das ist eine gute Idee. Rechnung von Gunshop Kendo. Vielen Dank für Ihren Kauf eines XXXXXX-Granatwerfers. Wir haben besondere Modifikationen vorgenommen, die die Waffe mit einer Vielzahl an Munitionsarten kompatibel machen. Stellen Sie für die optimale Leistung sicher, immer die richtige Munition für die Situation zu verwenden. Da es sich bei dieser Waffe um ein generalüberholtes Modell handelt, verfügt sie nicht über eine Automatik. Das verringert zwar die Schussfrequenz, aber diese Tatsache wurde im Preis berücksichtigt, wie abgesprochen. Handschriftliche Notiz auf der Rückseite. Explosive Granatensprengstoff A mal 2, Brandgranatensprengstoff A plus Sprengstoff B, Säuregranatensprengstoff B mal 2. Minengranaten können nicht einfach hergestellt werden. Es lohnt sich nicht, welche zu besorgen, würden uns gegen die Gammas nicht helfen. Okay, das heißt, wir finden auch noch den Grenade. Achso, okay, wir finden den jetzt direkt. Alles klar. Der braucht aber 2 Slots. Oh, Gönnung. Sprengstoff A. B, natürlich. Okay, jetzt ist die Frage. Nehme ich den tatsächlich mit oder eher nicht, weil der nimmt schon Platz weg. Ich lasse den erstmal hier. Dann habe ich auch 4 Slots frei und dann kann man immer noch gucken, was so abgeht hier so in dem Stissel. Aber an der Stelle bedanke ich mich bei euch und würde sagen, in der nächsten Folge fangen wir mal an, weiter die Kanalisation zu erforschen. Ich denke zwar, dass die mir durchaus gegen die helfen könnten. Weil ich denke mal, 1-2 Schüsse, bumm, die sind weg. Aber das werden wir sehen. Ne? Ja. Wir haben hier noch das Labor. Ich denke aber, ich würde erst hier hochgehen, damit ich den Weg freischalten kann. Und dann schauen wir mal. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Achso, kann auch so machen. Ciao.